Zur Unterbringung schutzsuchender Menschen hat der Landkreis Waldeck-Frankenberg die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Frankenberg erweitert. Es sind 30 neue Wohneinheiten, zum Teil für Familien entstanden. Hast du eine Million zusammen? Herzlichen Glückwunsch. Ich muss noch ein bisschen. Ich habe meine Töchter noch am Start. Also ich bin willkommen zur Vorstellung unseres neuen Erweiterungsprojektes hier in Frankenberg. Ein sehr spezielles Projekt. Ich möchte jetzt vorweg schon mal Danke sagen an alle, die sich dort eingebracht haben. Das war eine gemeinsame Entwicklungsarbeit. Wir haben leistungsfähige Firmen vor Ort, die das Projekt umgesetzt haben. Und das alles wurde von einer engagierten Mannschaft in der Kreisverwaltung entwickelt unter der Verantwortung von Graf Friedrich Weser als zuständigen Dezernenten. Dazu gibt es einiges jetzt mal zu berichten. Das würde ich jetzt gern dem Projektleiter Karl Friedrich Frese überlassen. Die Botschaft insgesamt lautet aber, der Landkreis stellt sich der Aufgabenstellung mit den Städten und Gemeinden in enger Partnerschaft, die Flüchtlingsbetreuung gut zu organisieren. Auch wenn aktuell Zahlen was anderes vorzeigen, müssen wir uns doch darauf einstellen, dass wir das Thema Flüchtlingsmigration dauerhaft werden bewegen müssen. Dafür brauchen wir vernünftige, gute Lösungen, gut durchdachte Lösungen, die eben auch nachhaltig sind, und ein solches Projekt haben wir heute wirklich gut vorzuzeigen. Vielen Dank nochmal an alle Mitwirkenden. Und Karl Friedrich, führe uns mal ein in die Geheimnisse dieses Projektes. Bitte schön. Ob ich die Geheimnisse alle lüften kann, das bleibt dahingestellt, aber ich kenne gute Leute, die das im Zweifelsfall abarbeiten können. Danke erstmal an alle, die gekommen sind, und danke an alle, die dazu beigetragen haben, dass wir heute hier sind und dieses Erweiterungsprojekt dann auch mal im Augenschein nehmen und damit auch einer der künftigen Nutzung zur Verfügung stellen können. Die Idee ist ja relativ spontan entstanden im vergangenen Oktober, als wir in dem Hauptgebäude die Unterkunft für knapp 180 Geflüchtete haben errichten können, einschließlich dessen, was sich jetzt für uns als praktikabel herausgestellt hat, nämlich Bereiche, wo die Menschen selbst kochen können, selbst waschen können, selbst trocknen können, also dadurch auch ein Stück weit einen geregelten Tagesablauf bekommen. Und dann haben wir gesagt, und das war ja die Zeit Oktober, November, als die Flüchtlingszahlen noch merklich höher waren als derzeit, wo können wir uns weiterentwickeln? Uns bot sich einfach an, das ist eine wirtschaftliche Lösung gewesen, auf der einen Seite hier den Außenbereich mit der heimischen Wirtschaft dann auch noch entsprechend anzupassen. Diejenigen, die das dann geplant haben, Herr Braune, die das umgesetzt haben, Herr Tripp, Herr Maurer, die haben augenscheinlich gute Arbeit gemacht. Der eine oder andere war ja auch schon mal drin, und wir sehen uns jetzt in der Lage, hier weitere 90 Personen an diesem Standort in Frankenberg unterzubringen. Und das ist für uns aus zweierlei Gründen sehr wichtig. Einmal kommen wir durch den schon vorhandenen Standort auch mit einer gewissen Wirtschaftlichkeit an das Thema dran. Es ist also durchaus einfacher, etwas zu erweitern, als irgendwo etwas ganz Neues zu kreieren und zu errichten. Und zum Zweiten sind der Landrat und ich dabei, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des federführenden Fachdienst Soziale Angelegenheiten natürlich auch ein dauerhaftes und tragfähiges Konzept für die Unterbringung Geflüchteter in Waldeck-Frankenberg zu entwickeln. Wir sind uns einig darüber, dass wir es wahrscheinlich auf unabsehbare Zeit mit dem Thema weltweite Flucht zu tun haben werden. Deshalb wollen wir, wie man so schön sagt, vor die Lage kommen. Wir wollen also nicht wie in 2015, 2016 und auch anfangs nach dem Ukraine-Krieg hinter der Lage herlaufen und suchen nach allen möglichen, nach jeder sich bietenden Möglichkeit, irgendwo Menschen unterzubringen, sondern wir wollen vor die Lage kommen, wir wollen Standorte etablieren und errichten, möglichst unter der Regie des Landkreises, wo wir dann die Menschen, die uns in Obhut gegeben werden, dann auch unterbringen können. Das ist die erste zentrale Aussage. Und die zweite zentrale Aussage, wir müssen das auch geschickt erledigen und geschickt gute Standorte finden, weil mit dem Unterbringen, mit dem Dach über dem Kopf und mit Essen und Trinken ist es nicht getan. Wir haben ja auch die Aufgabe, die Menschen zu integrieren, ihnen nach Möglichkeit auch einen Arbeitsplatz zu verschaffen, dafür zu sorgen, dass die möglicherweise auch in die Arbeitswelten eingebunden werden können und in die deutsche Zivilgesellschaft. Und da ist es natürlich ein wichtiger Schritt,
dass wir versuchen, das Ganze in den vier Mittelzentren, in den fünf Mittelzentren, Wattenberg-Allendorf gehört auch dazu, zu etablieren. Deshalb ist unsere Philosophie, die wir am kommenden Montag auch wieder mal mit den Bürgermeistern erörtern werden und dann in Folge auch den Kreisgremien vorlegen und am Ende des Tages auch zur Beschlussfassung stellen werden, dass wir nach und nach aus eigener Kraft in den Mittelzentren entweder allein oder mit Partnern wie hier solche Unterkünfte in der Größenordnung 100, 150, 180, je nachdem wie sich das gerade realisieren lässt, errichten und entwickeln, weil in den Mittelzentren haben wir nicht so sehr das Problem der Mobilität. Die Leute sind nicht auf den nicht immer guten ÖPNV angewiesen und eigene Fahrzeuge sind ja in der Regel nicht vorhanden. Wir haben hier auch die Angebote für die Integration, sprich Volkshochschule, andere Bildungsträger, die das Thema Sprache bespielen können. Wir haben auch das Jobcenter als wichtigen Partner in der sozialen Verwaltung. Und am Ende des Tages sind wir ja selber Schulträger und wir können in den Mittelzentren, verfügen wir in aller Regel über eine deutlich bessere Ausstattung an Schule und Bildungsmöglichkeiten, als das in den Kleinzentren im Landkreis Waldeck-Frankenberg ist. Und in Partnerschaft mit den Standortkommunen ist es oft auch einfacher, das Thema Kinderbetreuung hier darzustellen. Und deshalb ist unser Weg das, was wir hier in Frankenberg machen, was wir in Korbach ja mit dieser Übergangslösung der Plechdorfer Straße schon entwickelt haben, dann in den folgenden Jahren auch weiterzuentwickeln, sodass wir halt, wie anfangs gesagt, und damit komme ich zum Ende, dauerhaft dann in der Lage sein werden, die Aufgabe, die wir als Daueraufgabe auch identifiziert haben und identifizieren müssen, gut abzuarbeiten. Und das ist ein wichtiger Meilenstein. Ich glaube, es ist auch optisch ganz gut geworden, wie das alles aufgebaut wird und organisiert ist. Dazu würde ich eigentlich den Herrn Dreher oder den Herrn Hütten auch bitten, noch etwas zu sagen. Aber nochmal besten Dank für alle, die mitgewirkt haben. Da hören auch die Herr Winter zu vom Fachdienst Recht, der die Verträge begleitet, Herr Berghöfer, der fürs bauliche Verantwortung trägt und natürlich die Herren heute ausnahmsweise nur Herren vom Fachdienst Sozialangelegenheiten. Also besten Dank an Sie und euch alle und natürlich an die Akteure, die Hand angelegt haben. Wir verfügen hier im Außenbereich über 30 einzelne Wohneinheiten, die größtenteils mit Verbindungstüren ausgestattet sind, sodass wir auch Familien gerecht unterbringen können, dass die nicht außen über den Außenbereich gehen müssen, um in einen anderen Raum zu kommen. Die Überdachung wird noch fortgesetzt, sodass die auch trockenen Fußes dann in den Innenbereich kommen, wo dann die Küche noch vorhanden ist und auch der Waschbereich, wo sie ihre Wäsche und waschen und trocknen können. Sanitärcontainer befinden sich dann hier in dem rechten Bereich, der wird auch noch überdacht, wie gesagt, sodass die Personen auch trockenen Fußes alles erreichen können. Ja. In der Tat hat das noch nicht vom Nahen gesehen und finde das gut, glaube auch, dass das gut umgesetzt und eingesetzt wird und kann dem, was Friedrich Frese gerade gesagt hat, dass es natürlich immer anstrengend ist, Geflüchtete mitten in der Stadt zu haben. Für viele, die sagen, die sammeln sich dann alle, aber es spricht einfach dafür, dass die kurze Wege haben, dass das Jobcenter hier ist, dass die Schulen da sind. Also ich glaube einfach, dass die Argumente, warum man das macht, einfach größer sind als die Argumente, warum man das dann dezentral machen sollte. Und es ist eigentlich kein schöner Anlass, deswegen, Flucht ist immer mit ganz viel Leid verbunden, das muss man einfach mal sagen. Das kann man hier einfach nur sagen, vielen Dank, weil ich weiß, dass Ihre Auftragsbücher voll sind, dass Sie da so viel Druck reingeben konnten, dass die Menschen hier dann sehr wahrscheinlich spätestens auch nächsten Winter wirklich trockenen Fußes haben. Und jetzt würde ich tatsächlich gerne den einen oder anderen Blick reinwerfen. Das wäre doch klar. Tatsächlich mal neugierig.